Retabel. In Corona-Zeiten etwas ungewohnt, dass ich Sie hier virtuell in der Martin-Müller-Kirche begrüße. Letare ist ja der lateinische Anfang des Wortes aus Jesaja 66. Freuet euch mit Jerusalem. Und so liegt beides heute in diesem Gottesdienst beisammen: Freude und Besinnung auf die Passion. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Am Anfang das Lied Korn, das in die Erde fällt. Lied 98. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Sie sind hier am Bildschirm zusammengekommen, um miteinander Gottes Wort zu hören, zu beten, zu singen oder die Musik zu hören und sich segnen zu lassen. Aus Gottes Schöpfungskraft und Liebe sind wir geboren. Uns ist zugesagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Manchmal sind wir das, manchmal aber auch nicht. So bekennen wir, dass wir Gottes Liebe und Auftrag immer wieder verfehlen. Ja, Schuld und Versagen können uns unser Dasein lang quälen. Aber wir dürfen unsere Schuld unter dem Kreuz Jesu Christi ablegen, denn in seinem Sohn hat er unser Menschsein geteilt und wir dürfen sprechen, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Christus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Seine Zusage verwandelt uns und trägt uns täglich neu. Gott erweckt seine Kirche, baut seine Gemeinde auf, lässt Frieden kommen, bringt seine Liebe und Wahrheit und fängt bei mir an. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Der Wochenspruch erinnert uns auch daran, wie sehr wir darauf angewiesen sind, aus Gottes Erbarmen zu leben. Johannes 12, Vers 24: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein.
Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Zerfallen droht. Du gibst uns Zuversicht, wenn wir endgültig zu verzweifeln drohen. Du kommst uns nahe, wenn wir in Depression zu versinken drohen. Stecke uns an mit deiner Freude, die uns begegnet in Jesus Christus, unserem Bruder, dem alle Ehre sei in Zeit und Ewigkeit. Amen. Das Evangelium für den Sonntag Letare steht bei Johannes im 12. Kapitel. Es waren einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Ehre sei der Herr, Lob sei dir, Christus. Den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen nun das Lied »In dir ist Freude in allem Leibe« 398, ein Halleluja mitten in der Passionszeit. Dem Herrn Jesus Christus. Amen. Zur Predigt hören wir einen Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jesaja im 66. Kapitel. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. Denn so spricht der Herr: Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie einer seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen, und euer Herz wird sich freuen, und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Gott segne an uns sein Wort. Liebe Gemeinde, virtuell hier in der Martin-Niemöller-Kirche. Die Corona-Krise hat
uns alle getroffen. Unvermutet, unmittelbar, dass das Leben jetzt so schnell heruntergefahren wird, hat uns alle überrascht. Und wir kommen kaum hinterher, können es kaum glauben, dass das jetzt so sein muss. In dieser Situation jetzt Letare, das kleine Freudenfest in der Passionszeit. In der Tradition hat es sogar ein eigenes Paramente, eine eigene Altardecke in Rosa, die haben wir leider nicht, aber das will das ausdrücken, dass in allem Leid auch die Freude hindurchscheint. Manchem fällt das jetzt sehr schwer, wenn irgendwie alles wegbricht. Das Einkommen, die gewohnten Tagesabläufe, die Besuche, das Zusammensein mit seinen lieben Freunden oder die Unternehmungen, die man alle geplant hat, alles bricht weg. Wo soll da eigentlich die Freude sein? Natürlich hört man von dem einen oder anderen Nachbarschaftshilfe, endlich haben die Eltern Zeit für ihre Kinder und das ein oder andere mehr. Aber das kann es doch eigentlich nicht sein. Dennoch lohnt es sich, ein wenig bei diesem Sonntag und seinem Thema zu verweilen. Wie kann das eigentlich sein? Mit Gottes Trost, und dieser Abschnitt von heute ist ja deswegen ein besonders schöner, weil er die weibliche Seite Gottes so stark herausstreicht. Wir haben es dringend nötig, uns an etwas festzuhalten. Und gerade in dieser Zeit fragt man sich, ist das nun eine Geißel Gottes, so wie mich ein Gemeindeglied gefragt hat? Die Antwort ist für mich ganz klar, das ist keine Geißel Gottes, denn dies sind Kategorien, die an Gott vorbeiführen. Denn wir kennen Gott nur persönlich als Jesus Christus, als den, der uns im Heiligen Geist begegnet. Im persönlichen Leben hat Gott seine Gegenwart. Da weiß ich auch, dass er da ist, dass er mich trägt, hier und auch einmal durch den Tod hindurch. Aber sobald es an die Erklärung der Weltgeschichte geht, da geraten wir immer wieder in Ausweglosigkeiten, in Aporien. Die einzelnen Leben werden immer getragen werden und werden das auch erleben. Und Sie werden das auch erleben, wenn Sie in dieser Krise sich besinnen und beten. Auch ich muss mir das immer wieder neu sagen, auch sagen lassen, gerade auch von meiner Frau, dass es jetzt gerade die Zeit ist, ruhiger zu sein, etwas langsamer angehen zu lassen. Man hat es ja jetzt an einer Stelle schon gelesen. Es ist das erste Mal, dass man durch Daheimbleiben und auf dem Sofa sitzen Leben retten kann. Dies ist etwas, was uns immer in Gedankennöte treibt, dass wir einerseits sehen, Gott ist persönlich da, er trägt mich durch, er hört auch das eine oder andere Stoßgebet, das ich bete, aber wie das mit der Weltgeschichte ist, da wissen wir nicht, was der liebe Gott hier nun wirklich vorhat oder ob das alles mit der Freiheit zusammenhängt, die er uns ja gegeben hat. Dass wir das eine tun dürfen und das andere, das Gute und das Böse und leider ohne die Hilfe unserer Moral und unserer Ethik, unseres Glaubens, neigen wir doch schon auch immer, das Böse zu tun. Ich habe jetzt im Radio einen Bericht gehört, da geht es um das Klopapier und das ist lässt ja auch manchmal die Menschen schmunzeln,
Nur wenn man dann vor dem leeren Regal steht, ist man dann doch im Zweifel, soll man das nächste Mal nicht doch etwas mehr nehmen, wenn es das wieder gibt zum Einkaufen, darf man ja dann auch noch nächste Woche gehen. Aber gleichzeitig sieht man da Jerome Boateng mit der Klopapierrolle jonglieren oder ein Gabelstaplerfahrer durch eine Klopapierlagerhalle in den Niederlanden fahren und er lacht sich kaputt, weil sie sagen, es ist genug da, wir können auch nach Deutschland noch ganz viel schicken und er fährt durch jeden Gang und jeder Gang hunderte Meter nichts als Klopapier. Aber dieser Wissenschaftler in der Radiosendung hat gesagt, das eine ist die Vernunft, die da eher schmunzelt und das belächelt. Das andere ist unser Hamstergehen, das archaisch ist, ganz alt und das im Zweifelsfall gegen die Vernunft die Oberhand behält. Und so ist es dann eben bei der einen oder dem anderen. Und wenn man dann daheim ist und gar nicht weiß, wie viel man das viele Klopapier lagern soll, vielleicht auch ein schlechtes Gewissen bekommt. Und doch ist es so passiert. Da ist es schön zu wissen, Gott trägt uns. Gott will uns wie eine Mutter trösten. Gott ist da, jeden Tag und überall für uns. Wir brauchen nur unsere Sinne dazu ausstrecken. Wir müssen uns wieder neu sensibilisieren. Und vielleicht sind diese Tage eine Möglichkeit dazu, das zu tun. In der einen oder anderen Weise, so hoffe ich, werden Sie sich bei allen Schwierigkeiten und Nöten, in die wir jetzt geraten, auch getragen fühlen. Denn, so heißt es hier, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herz und Sinne in Christus Jesus. Amen. Jesu, meine Freude, das Lied 396. Lasst uns beten.
Jesu, meine Freude. Wir singen es, allein und mit Schwachers Stimme und sind nicht allein. Wir singen es, getrennt von unseren Freundinnen und Freunden und sind nicht allein. Erbarme dich. Jesu, meine Freude. Wir singen es bangen Herzens, in Sorge um die Kranken und Infizierten. Und sie sind nicht allein. Wir singen es bangen Herzens, in Trauer um geliebte Menschen und sind nicht allein. Erbarme dich. Jesus, meine Freude, wir singen es unter deinen Schirmen. Wir singen es und bitten um Schutz und Schirm für alle, die pflegen, die forschen, die retten. Wir singen es und bitten um Frieden in unserem Land, bei unseren Nachbarn, in der ganzen Welt. Erbarme dich. Jesu, meine Freude, allein und in dir verbunden singen wir. Wir singen und loben dich. Wir singen und beten mit unseren Freundinnen und Freunden. Wir singen und hoffen auf alle, um die wir Angst haben. Dir vertrauen wir uns an, heute, morgen und jeden neuen Tag. Und so nehmen wir alles, was uns noch bewegt, mit hinein in die Stille und mit hinein in dein Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Holz auf Jesu Schulter. Das Lied 97 bereitet uns auf den Segen vor. Thank you.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.